Hallo! Auch mit dem Land, hä? Siehst du, oder glaubst du, wir sind Zombies? Sieht man, wie die Zeit vergeht, ne? Ja. Und so wird man älter und älter und hat nichts von der Welt gesehen. Und war schön, hä? Oh. Ja, traumhaft, gell? Wirklich, traumhaft. Super. Ja, die einen machen einen traumhaften Urlaub und die anderen waschen die Stirn aus, gell? So ist es. Ja, bitte, dabei steht in der Bundesverfassung, alle haben die gleichen Rechte. Das Recht hast du, Alter. Kein Mensch hindert dich daran, dass du mit deiner Frau auch nach Gran Canaria fährst, ne? Wisst ihr was? Kommt heute auf die Nacht zu uns, dann erzählen wir euch. Kaum sind sie wieder da, hatschen schon wieder über die frisch gewaschene Stirn. Scheiße drauf. Kommt zu uns und wir erzählen euch, nicht? Von den Luxushotels und von den Swimmingpools, nicht? Und von dem ganzen Trara, ne? Wir fahren ja eh sowieso nicht hin, ne? Wir haben ja keine Trafik. Und Oberinspektor sind wir auch nicht. Ne? Sag mal, brauchst denn du ewig für die paar Stirn? So da, eine Sonnenbrille. Schön aufgeschnitten, gell? Eine Brieftasche leer. Jawohl. Ein paar Cowboystiefel. Auch leer. Richtig. Eine Rolex, falsch. Na echt? Nicht echt, falsch, ne? Na klar, falsch, sonst war sie nicht mehr da, ne? Sei auch vorsichtig, Täubler, bevor es den Beamten eines Unterschleifen beschuldigt, gell? Herr Täubler. Gell, und jetzt zahle ich mir was vor heute. Eine Jacke. Amerika-Flasche, was ist das? Amerikanische Flagge, Stasenstäbs. Was? Blau-rot. So, da. Das wär's dann, ein Autogramm. Mir fehlt entscheidendes. Wieso denn? Liegt ja eh da. Nummer 677, ne? Und Nummer 677 sind, wie die anderen Sachen auch, die Sachen vom Joschi Täubler. Darunter auch eine Jacke mit Ding. Was heißt das jetzt? Amerikanischer Flagge heißt das. Guck mal, das ist nicht meine Jacke. Das ist ein Präservativ mit einem Zifferschloss. Komm, lass meine Jacke umwandern, weil sonst... Was sonst? Sonst halt ein Dienstaufsichtsbeschwerde auf, dass die Funken spritzen. Ja, das kannst du... Das können Sie machen, wie Sie wollen, ja? Also, nehmen Sie Ihre Effekten jetzt an oder verweigern Sie deren Annahme? Oder willst du bei mir den müden Hund spielen und aufbegehren, du Würstel? Wenn ja, dann sag's. Dann gebe ich Alarm und hau dann Widerstand gegen die Staatsgewalt auf, ja? Ach, ich werde kreuzt. Ja, unterschreiben musst du. Es gibt genau zwei Arten von Leuten. Ja. Menschen und Beamte. Na ja, dritte gibt's auch noch. Arschlöcher. Such dir die Kategorie aus. Leo! Na, gute Luft, ob's da draußen ist. Die Luft ist überall gleich. Hallo Mädels, ich bin wieder da. Na geh wirklich? Na dann nicht. Nachholbedarf, was? Ja, na ja. Abholbedarf zuerst einmal. Alles mir eh wurscht, ich bin mir allein genug. Entschuldigen Sie, ist ein gewisser Täubler schon weg? Gute Frau. Ich bin der Täubler, wer lässt mich fragen? He? Ich? Kuchenbäcker. Ganz ein Süßer, was? Ja, nein, Andreas Kuchenbäcker, mein Name, ich bin Ihr Bewährungshelfer, gell? Ja, dann haben wir schon. Kuchenbäcker, köstlich. Ja, es ist so, es tut mir wahnsinnig leid, ich bin ein bisschen zu spät, gell? Ich hätte Sie schon um 10.30 Uhr abholen sollen, es ist nur so, ich bin im Stau gesteckt. Du meinst Wohnstau, was? Ja. Wohnstau. Ja, kindliches Gemüt, was? Ja, aber ein Glück, dass ich Sie noch erwischt habe, gell? Ich hab das ein Glück, das werden wir erst sehen. Ja. Womit kann ich helfen? Ja, die Sache ist die, ich bin also eigentlich dazu da, Ihnen zu helfen, gell? Ich würde vorschlagen, ja, wir setzen uns da einfach in ein gemütliches Kaffeehaus und ich werde Ihnen so ein bisschen was über Ihre weitere Zukunft erzählen, gell? So. Keiner weiß sogar, was? Ja. Na super, ich wollte eh schon mal was wissen über meine Zukunft. Ja, genau, super. Ja, Herr Täubler, es ist so, gell, ich meine es nur gut mit Ihnen, gell? Genau, das habe ich befürchtet. Ja. Na gut, so ist es, komm, Zuckerbäcker. Ja, der Mann, wissen Sie vielleicht da in der Nähe irgendwo ein gemütliches Café aus oder so? Ich komm von drin. Ja, klar. Aber du lädst mich ein? Ja, selbstverständlich, geht auf mich.
Nö, dann gehen wir zu einem Wirt, dann nicht in einen Café, sie da rein. Ne? Ja, passt, super, ja. Hervorragend. Also, wenn ich bitte einzusteigen, gell? Bitte, fahren wir, gehen wir. Was ist das für ein Schießl? Sonderlackierung? Seidenmatt gespimmt oder was? Ja, aber Herr Däubler, ist das nicht vollkommen egal, in was für einem Wagen ich Sie in die Freiheit befördere? Ha? Lehre für die Zukunft, egal ist sowas nicht. Ja, okay. Ah, so da, keine Erinnerung. Und los kann eine, gell? Wiedersehen! Ja, das wollen wir aber nicht hoffen, Herr Däubler, gell? Uff, ja, fahren wir. Wohin fahren wir? Jetzt in Vietnam gesagt, ne? Ja, super, passt. Ja, dann zu irgendeinem. Ja, haben Sie da irgendwas? Gehen Sie es da und Co.? Ja, freilich. Ja, also vom Hören, gell, ich weiß exakt nicht, wo es ist. Super so. Ja, super, passt, fahren wir, gell? Rechts ist geil. Ja, genau. So, ja, warte, da steht der Punkt. Na, voll drüber. Das mit der freien Entscheidung kannst du vergessen. Im Bundesrat wird fraktionsmäßig abgestimmt. Ja. Der Genosse Bundeskanzler gibt die Devise aus. Und mir hat sich daran zu halten. Ja, schon, freilich, weiß ich ja, aber trotzdem hätte ich in dem konkreten Falle halt lieber nach bestem Wissen und Gewissen abgestimmt. Weil ich möchte es eigentlich schon so. Jetzt zeige ich dir erst einmal dein Büro. Ja. Schon da. Ja? Oh, schön. Aber vielleicht ein bisschen klein, ha? Na, komm rein. Ich stelle dich deiner Sekretärin vor. Sekretärin? Ah, aber da bin ich aber aufs Baffste. Angenehm, mein Name ist Rudi Gneisser, Bundesrat Rudi Gneisser. Inhauser, angenehm. Das ist meine Sekretärin. Ich brauche Sie dann ein bisschen, Frau Inhauser. Sagen wir vielleicht in 15 Minuten? Ist recht, Herr Bundesrat. Die Genossin Gerhard ist deine Sekretärin. Aha. Mein Name ist Bundesrat Rudi Gneisser, Sie kennen aber Rudi sagen zu mir. Ich heiße Olga. Olga ist ein schöner Name. Mir wäre lieber, wenn Sie Fräulein Gerhard sagen und ich Sie mit Herr Bundesrat anrede. Das schafft Distanz und fördert die Arbeitseffizienz. Die Effizienz ist nur logisch. Ich kopiere jetzt die wichtigsten Akten für Sie, Herr Bundesrat. Ja. Ist das eine Strophe oder was? Was denn, Rudi? Na bitte, das ist die zweite. Die ist ja ärger wie jeder General und schier mit der Zins. Na hallo. Also die Olga ist unsere Beste aus der Zentrale. Die wird dir Reden schreiben, die alle Stückerl spielen. Geil. Okay. Die hat schon für den seinerzeitigen Sozialminister geschrieben und wird dir auch recht sein. Was die schreibt, das brauchst du im Plenum nur zügig runterlesen. Was hast du vorhin sagen wollen? Ich wollte vorhin, was sich das habe ich vergessen. Dann können wir das also abhaken. Ja. Also erklären die nächste Novelle des ASVG-Pensionsrechts, welchen Standpunkt wir da einnehmen etc. Und wenn es was gibt, weißt du, wo du mich erreichen kannst. Ja. ASVG-Novelle, da habe ich aber einen Standpunkt. Brauchst du nicht haben, den sagen wir. Unterhosen, dreckige Socken. Dass ihr zwei euch nicht den Grund und Boden hinein schämt für diese Sauwirtschaft. Ja, wir schämen uns ja eh. Ja, aber Mama, erstens einmal sind wir keine Frauen und zweitens sind wir in Dauerstress. Wir sind ganz einfach überbürdet. Faul seid ihr alle beide, stinkfaul. Und überbürdet seid ihr höchstens, weil sich dauernd neue Ausreden ausdenken müsst. Die Filmkommission bringt mich noch um. Es ist wirklich so, als würde jeder heutzutage einen Film drehen. Ich halte es bald nicht mehr aus. Ja, ich bin dauernd bei den sozialistischen Akademikern. Ich arbeite dort zugleich an zwei Computern. Dann nehmt euch eine Bedienerin. Von woher denn, Mama? Eine Bedienerin kriegst du halt nicht einmal für schweres Aber Geld. Aber warum? Das kann ich dir sagen, weil heute nämlich keine mehr die Dreckarbeit machen will. So, na, ich mach sie ja auch bei mir zu Hause. Dafür hat Gott mir ja zwei gesunde Hände gegeben. Hm? Ja, dir. Bei mir hat er eben alle Gaben in den Kopf verlegt, nicht? In die Hände ist gar nichts. Eine Bedienerin... Hat herzukommen! Wurscht wie! Jetzt, mein Mannsbitter, verkommt's ja sonst doch im Dreck! Aha.
Hallo, ich bin wieder da. Na, wie war's in Amerika, hä? Oh. Oh, boah. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Und jetzt verschwind. Was ist? Bist du böse oder was? Mann, okay, gut. Meine, ich kann verstehen, dass du ein bisschen angefressen bist auf mich, weil du mit Amerika, dass ich dir hab ein Laufling lassen, aber ich habe meine triftigen Gründe gehabt. Ne? Also eine lange, eine traurige Geschichte. Ne? Das interessiert mich nicht. Nicht mehr. Eben. Aber es hat ja mich interessiert. Ne? Und ich meine, ja, Schwamm drüber, nicht? Ich weiß ja, dass du stehst auf mich. Man kann ich verstehen, nicht? Aber schau, ich würde sagen, sind wir wieder gut, fangen wir bei Null an, ich zieh wieder ein bei dir. Spar dir bitte deine Reden, ja? Du ziehst bei mir sicher nicht mehr ein. Was zwischen uns passiert ist, das war lediglich ein Irrtum. Am besten, du gehst jetzt. Jetzt, ich geht auch. Inge, man, sag mal einen triftigen Grund, warum sie nicht wieder so sein sollte wie früher. Leslie? Ja, ist wieder ein Hund. Was sie? Leslie, kommst du bitte? Na, komm daher, wo ist der Wuff? Ja, wo ist der Wuffi, Wuff, Wuff? Ach so, schaut das aus. Was ist meiner, Honey? Eine super Brille, ne? Dieser Mensch, der lässt mich nicht in Ruhe. Geht's ihm out. You got a problem? Was ist denn in Amerika drin oder was? Hör mal, Superman, ja? Excuse me, my boy. This lady wants you to leave. Mhm. Hey, dann in Englisch oder was? Where do you think you'll be? I do it with a lady long before you. Get out of this house. Come on, motherfucker. Was hast du gesagt? Ich glaub nicht, dass ich dir das übersetzen muss, oder? Pass mal auf, was ist ein Maserfahrer? Sag's dem Chippen selbstverschnitt, bitte. Es ist ein Futter hin von meiner Gurl. Geh, wo da ich bei ich hab die Finger, ja? It's okay, Leslie, let him go. And now get out. Du sollst verschwinden. Ja, dann hab ich schon verstanden. War schon mal in Amerika. Thank you, darling. Na ja, besser so hat der Tod verliert, dass der Mutter beim Geschirrwaschen geholfen, was? Nee. Sag doch mal, zeigst du mal einen Zulassungsschein von dem Auto. Verdammt sie so, wenn man nicht die Angst auf ihr Auto auf, das gibt's ja nicht. Bleib doch mal Porsche. So, obwohl eigentlich keine schlechte Idee, Innenreinigung, was? Baby, schau mal. Na, komm. Na Moment, Herrn, es bleibt der Liste halt so liegen. Psst, ich muss mich konzentrieren. Komm jetzt, Herrn, mach mal keinen Spaß. Hey, Herrn, wir haben den Trick da weg. Na, rot einmal, Herrn, bist du eh gerade in der Übung. Kommst du dir aus aus meiner Rotkoppen? So, komm, ich hab dich lieb, komm. Ja, läuft doch, läuft. Recht haben's. Die Zigaretten werden teurer und die Pension weniger. Ja, die Politiker Hurenhund sind. Ein Tag möchte Bundespräsident sein. Ein Tag nur. Und was täten sie dann machen? Die Abgeordneten mit der Mindestpension raushauen, aus dem Parlament einen Supermarkt machen und die Abgeordneten, was auch Geld brauchen, könnten sie zusätzlich als Legalbetreiber was verdienen. Grüß Gott! Gott gibt's keinen. Kommen Sie nicht daran, wir gehen. Grüß Gott, was hätten Sie denn gern gehabt? Ich hätte gern bitte ein Backel Johnny ohne und ist die Zeitung gekommen, die ich bestellt habe? Ja, die Surfzeitung ist da hinten. Ach, super. Sind Sie ein begeisterter Segler? Segeln eher nicht, surfen. Ich bin Surflehrer. Das klingt aufregend, ja. Das irgendwie. Wollen die Damen mal zu mir in die Surfschule kommen, ha? Was? Nein, dafür bin ich zu alt. Ja, aber nicht, ich würde schon ganz gerne mal kommen, Herr. Ist dort nicht. Was sagen Sie Jimmy zu mir? Das machen alle meine Kunden. Sind aber nicht aus Wien, oder? Nein, Burgenland. Direkt vom Neusiedlersee. Aber Sie kommen, oder? Ha? Ja, sagen wir gleich heute Abend, wenn Sie Zeit haben. Gerne, Herr Jimmy. Nur Jimmy. Bei mir in der Surfschule sind alle bei du. Also, auf Wiedersehen und bis später, ne? Auf Wiedersehen. Ja, du hast den Geschirrten aber ganz schön angekommen. Gar nicht wahr.
Was? Du hast gestreut wie ein Scheinwerfer. Ist in eurer Ehe was nicht in Ordnung? Es ist eh alles okay. Nur der Robert sitzt halt dauernd vor dem Computer. Er ist ja auf dem Internet und die auf der alten Donau. Warte mal, langsam. Vorsicht, ganz vorsicht, warte mal. Pass auf, warte nicht an. So, warte, stimmt. Nicht, dass dem Kind was passiert. Ah, Taschen vergessen, warte, halt dich an. Warte, jetzt komm, schau. Schau doch. Geh du mal, was soll denn schon passieren? Bist du auf der? Die Wehen haben doch erst vor einer halben Stunde eingesetzt. Warte mal, gleich sind wir da. Warte mal, hallo? Hallo? Meine Frau, die kriegt eine Entbindung. Der Herr ist doch da auf zum Telefonieren. Meine Tochter kann doch jeden Moment den Kopf ausstrecken. Danke. Ist das Fruchtwasser schon gekommen? Das weiß ich nicht, das Kind ist schon halb draußen. Nein, das Fruchtwasser ist noch nicht gekommen. Also zuerst, wie heißen Sie? Wo sind Sie krankenversichert? Ist das Ihre erste Geburt? Nein, ja, das, wissen Sie, es erzählen wir Ihnen alles später, aber jetzt schauen Sie, dass ein Kreis für eine kommt. Oder wo ist das eine Stehgeburt da passiert? Ist ja Mann immer so hektisch. Männer sind immer so hektisch. Zuerst beim Machen und dann, wenn's Kind kommt. So einer aushalten ist. Oh, Schwester, gibt uns vielleicht ein Mittel für den Kreislauf. Für meinen Mann. Ich schau mal. Also schlecht sich da, ist gefrasst. Mein Hof ist ein Karrenbaum. Aber halt die Pappmäure. Geht's ins Altersarbeitsgrufti? Ja, da stessen so jetzt ist gefrasst. Und das Hundsviech auch, das man da hergemacht hat. Da haben sie recht, die werden wollten sie uns über die Häuser schmeißen. Ja. Bitte. Das Trümmerl ist nicht von meinem Basti. Der macht ganz andere Trümmerl. Vom Bezirksrat auch, ich frag sie sonst gesehen. Da kann ist was? Na, Opa, sie ist bitte, schaut dir das an, da, no. Ja, was sehe ich da, ein Hundstrümmerl los? Ja, und jeder von den zwei Hundsnoren streit, ob das seiner war. Also, Hundsnor bin ich keiner, merken Sie nur das. Frau Kotzebauer, also, wiederschauen. Ich sage Ihnen etwas, ich bin ein Hundsnarr. Ich gehöre zu den Menschen, die ein Herz für Tiere haben. Gell, Basti, ja, kommt. Zusammenkehren kann's aber ich dann. Da ja, geht's mir alle aus die Augen. Franzi, gehen aus Augen. Treffen ja, Sander. Ja, ja. Jetzt steigt er mir eine an und das gibt's ja nicht. Also komm, jetzt kränk dich nicht wegen einem Hundstrümmerl. Ja, zuerst ist es ein Trümmerl und dann ist es ein ganzer Berg, ne? Wo gehst denn du hin mit den Blumen, ha? In Spital, die Nancy besuchen. Die hat einen Mädel gekriegt. Und das erfahr ich als Letzter natürlich. Da kommt aber keine Freude auf. Komm, jetzt krieg dich nicht. Jetzt weißt du das doch eh. Also, vierte. Aufpassen! Hallo! Yeah. Das ist vielleicht ein paar. Die einen rennen mir die Leute nieder und die anderen scheißen mir den Hof zu. Wir werden die Kassette der Valenten filmen mit einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Ja, wir müssen uns ja müssen. Derartiger Unfall darf nicht unter dem Menschen kommen. Übrigens muss nur der Projektor müsste dringend überholt werden. Aha. Was hat er denn? Ja, alt. Halt. So genau. Ja. Guten Morgen, Herr Scholz, schon da? Ja, was soll ich noch dein herzliches Grüß Gott in aller Frühe. Guten Morgen, Monsignore, gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit, Damen. Hast du wieder sauber gemacht, mein Kind? Ja, Monsignore, kein Stäuberl mehr. Brav, brav. Monsignore, entschuldigen Sie, ich komme gleich nach. In der Sekunde, ich möchte jetzt nur mit der Frau Suntil ein paar Worte reden dürfen. Ja, schon recht. Ja, Frau Suntil, Sie wissen schon, dass Sie sich hier keine Kassetten anschauen dürfen. Ne? Hab ich ja nicht, Herr Scheutl. Schauen Sie, ich habe die Fernbedienung abgewischt. Auf einmal bin ich da auf irgendeinen Knopf angekommen und auf einmal ist diese Schweinerei dort losgegangen. Ich war wie versteinert. Ich habe mir anschauen müssen, was manche Leute miteinander machen, wie die Tiere. Ich werde das beichten müssen. Also, Frau Suntil, wenn Sie unwissentlich
gedrückt haben, hier diese Taste, und sich das dann angeschaut haben, dann täte ich sowas nicht beichten. Schauen Sie, unsere geweihten Herren wissen ja vor Arbeit wegen dem Priestermangel eh nicht, wo vorne und hinten ist, nicht? Sie glauben also wirklich nicht, dass ich das beichten muss? Nein, bestimmt nicht, liebe Frau Sundin. Unser Himmelvater, der naja, alles sieht, der hat sicher schon längst erkannt, wie zerknirscht und reuig Sie sind, nicht? Da brauchen Sie einen geweihten Herrn nicht noch extra damit zu belasten. Setzen wir uns ein bisschen hin, Frau Sundin. Kommen Sie. Ich habe da eine kleine Frage an Sie. Fühlen Sie sich eigentlich mit der Arbeit hier bei uns ausgelastet? Ja, eigentlich schon. Ja, ist ja schön. Und Sie würden aber um Christi Willen nicht noch eine dazu nehmen. Was denn für eine? Naja, Frau Sundin, es handelt sich um Folgendes. Also, ich und mein Sohn, wir sind quasi Junggesellen. Nicht? Das, ich meine, wir leben allein. Und? Naja, und wir brauchten so eine Art Haushaltshilfe, nicht? Ja, natürlich gegen gute Bezahlung. Ja, also, ich weiß nicht, der Haushalt mit zwei Männern. Ich bin eine katholische Frau und bin in der Marianischen Gesellschaft und ich weiß nicht, ob das ständige Zusammensein mit zwei Männern. Das wären nur ein paar Stunden, zweimal in der Woche, nicht? Und liebe Frau Sundin, also was die Moral betrifft, da lege ich hundertprozentig für mich wie für meinen Sohn beide Hände ins Feuer. Ich darf Ihnen versichern, also belästigen würden wir Sie beide niemals. Na ja, dann könnte ich schon machen. Wann soll ich anfangen? Ja, am besten gleich, lieber gestern wie heute. Sie haben ja keine Ahnung, wie es in unserem Haus ausschaut. Ja, naja, aber gut, was soll man schon verlangen, nicht? Von zwei allein lebenden Junggesellen, die dauernd im Stress sind, nicht? Und noch dazu zwei linke Hände haben. Mein Gott, na, so liebes, gell? Und ein schönes Mädchen, hä? Noch dazu eigenbar. Also ein bisschen was ein Bier auch dazu beitragen. Ich glaube, du hast alles dazu beitragen. Allein hätte doch der Gustl nie so was Schönes zusammengebracht. Schau, wie es schaut. So richtig durchdringend, mit geschlossenen Augen observiert schon Betty, gell? Naja, du bist sicher der erste weibliche Chef vom Sicherheitsbüro, bin mir sicher. Du, mal schau lieber, dass du observierst, was du und der Gusti zum Essen braucht. Nicht, dass du ihm immer was Kaltes gibst. Manchmal braucht er auch was Warmes. Ja. Nein, das kriegt er. Ich meine, heute zum Mittag super Gulasch mit Nockerl und hat er geschmeckt, gell, Gusti? Ja. Nein, klar. Das Gulasch war aus der Dose und die Nockerl aus dem Party. Da kann nichts passieren. Nein, aber mach dir keine Sorgen. Morgen und übermorgen sind sie bei mir eingeladen. Und dann gibt's Spaghetti. Geht, Gusti? Mhm. Ja, du, wir haben eh schon überlegt, der Gusti und ich, ob wir nicht in Zukunft mehr kochen sollen. Da kannst du besser um die Ausbildung von der Leonore kümmern. Das mach schon lieber ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Eine morgenkranke Familie kann ich nun wirklich nicht brauchen. Grüß dich. Bei dir. Oh, hallo, Chef. Hallo. Servus, Joschi. Seit wann bist du raus? Eh schon lang jetzt. Wollte mal schauen, wie mein Hund ist jetzt. Hund, nichts mehr da und nichts mehr wiederkommt. Was? Was heißt das? Das heißt, mein Burg ist nicht mehr da. Na, weil er weg ist. Verkauft. Kannst du nicht die Papen halten, hast du nichts zum Tun? 5000 da. Sag einmal, das könntest du nicht meinen Hund verkaufen, bitte. Der kann er gewusst, wenn du wieder rauskommst. Na und? Was, wenn du im Fiegel gegangen bin, bitte? Bist du ein Teller, bitte? Bitte zahlt mir locker einen Zwölfer gekriegt. Du hast überhaupt kein Geschäftssinn, nie gehabt. Einen Fünfer. Ja gut, dann gib mir die Hälfte, gib mir drei und aus. Moment einmal. Weißt du, was das Viech verfressen hat? Ich hab gesagt, du sollst drauf aufpassen, nicht? Du sollst einen Füttern, bitte. Zwei Bier und dann gespritzen noch, gell? Alter. Alles klar? Alles klar. Na sicher. So, seit wann können wir reden, die Länder bei dir da heißen auch, gell? Das ist Geschäft so gut, der Hände. Da kommen wir fast gar nicht mehr nach. Wie schaut's aus? Brauchst du einen Haken? Bei mir kannst du jederzeit, so wie du da stehst, anfangen. Das ist ein super Angebot. Nein, hör's ja auf. Bin froh, weil ich im ganzen Teil im Himmel mit denen das Fressen ausgeführt, bin ich froh, nicht mehr Ruhe bekommen. Also, ich bin ja ein Mensch, ich brauche meine Freiheit. Und dann brauche ich einen Tisch für zwei, hast du was? Aha. Eine neue Liebe. Nein, nicht wirklich.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Kennen Sie den gewissen Herrn Teufel, vielleicht? Ja, leider. Da vorne steht er. Ah, das ist er. Grüß Sie, Herr Teufel. Hallo. Was ist denn das? Das ist eine berechtigte Frage. Grüß Sie. Hallo. Grüß Sie. Der Bekanntwog ist mein Geschäftspartner, der Zuckerbäcker. Ne? Kuchenbäcker. Städtner. Ja, ich hab schon einen Tisch reserviert. Ja, super. Aber Herr Döbler, diesmal zahlen Sie aber selber für sich, gell? Weil, wie soll ich sagen, letztens beim Don Co. Beim Don Co. nach dem dritten Gang ist er unlocker geworden, mittlerweile. Ja, genau, es war teuer. Ja, aber bei den kleinen Portionen, wenn das schon so schlecht angewaschen ist, muss es vernichten. Ja, ja, genau, ja. Nein, heute soll ich, gell? Ja, super, passt, ja. Aber ja, setzt euch hier, was wollt ihr denn trinken? Ja. Wo ist das? Ja, ich hätte gerne, wenn es geht, Kräutertee, Pfefferminz, wenn Sie haben, gell? Hör mal, Zuckerbäcker, ich zahle, das heißt, ich bestelle. Zwei Hülsen und Speisegurten bringen uns. Na gut, was liegt da, Zuckerbäcker? Kuchenbäcker. Also. Ja, Herr Döbler, es handelt sich hierbei nur um Formalitäten. Ich bräuchte von Ihnen da einige Fragen, gell? Na, dann sagen wir gleich mal die Wurzel aus 12. Nein, Herr Döbler, ich habe die Fragen, wenn Sie antworten, gell? Also, eine leichte Frage, oder? Ja, das ist also nicht, Herr Döbler, wo wohnen Sie? Das ist eine doch schwere Frage, ne? Ja, was heißt, wo ich wohne? Wie genau muss es jetzt sein? Was meinen Sie mit genau? Ja, ich wohne Copacabana. Also, er wohnt Copacabana. Ja, aber Herr Döbler, ich kann ja nicht einfach hinschreiben. Können Sie das nicht, Sie müssen das ein bisschen genauer beschreiben, genauer, Hausnummer zum Beispiel. Nummer W304BH. Chevy grün. Chevy mit G. Herr Döbler, so geht es nicht, Herr Döbler. Es ist so, ich kann nicht, es geht so nicht, ich kann nicht. Es geht, Herr Döbler, so geht es nicht. Herr Döbler, haben Sie wenigstens schon eine Arbeit? Ja, keine Chance, bitte. Wie gesagt, bei mir könnt ihr gleich anfangen. Sag einmal. Aushilfsweise und schwarz. Ja, das ist aber ganz schlecht, bitte. Das geht ja nicht. Schwarz ist ja bitte schwarz. Ist ja bitte ganz schlecht. Nein, schwarz geht überhaupt nicht. Bring uns lieber zwei Karten. Gefühlt? Ja, haben wir leicht, gell? Sag einmal, was ist denn das da? Was hast du denn da? Ah, das ist, ich habe zum Rauchen aufgehört, dadurch nehme ich jetzt das. Das ist Ersatz quasi. Ich bin ja angefangen. Nee. Ich bin ja Geschäftsmann, das ist es nämlich. Ja. Ja, Prost einmal. Gut. Vorsicht mit dem Alkohol, gell? Ja, Vorsicht mit Kohle, gell? Nee. So, da wären wir jetzt, liebe Frau Suntin. Klein, aber mein. Da hole ich mich von meinen Filmen und schaue in die reine Natur. Schön. Ah, grüß dich, Herr Tauschmann. Ja, Herr Schöcker. So trifft man sich wieder, was? Ja, so trifft man sich wieder, ne? Ah ja, darf ich bekannt machen, das ist die Frau Suntil, meine Teilzeitkraft für den Haushalt. Der Inspektor Trautmann. Freut mich. Freut mich auch. Also, ich muss ein paar Meter machen, ne? Sie wissen ja, ist die Birne heiß, rennen muss der Schweiß. Grüß Sie. Wiederschauen, Frau Suntil. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Inspektor. Was ist denn das für ein Inspektor? Das ist Kriminalpolizist bei irgendeiner Mordgruppe im Sicherheitsbüro ist er. Wie heißt der schnell? Baumann? Na, Trautmann. Das wäre also das Schlafzimmer, ne? Da müsste auch hier und da wieder mal was getan werden. Das zweite Bett, also da hat sozusagen meine Frau geschlafen, nicht? Ja, liebe Frau Johanna, ich darf das so sagen, nicht? Bitte. Meine Frau, Gott gibt und Gott nimmt. In Ewigkeit, Amen. Wann ist sie denn gestorben, Ihre Frau? Sie lebt eh noch. Verlassen hat sie mich. Ja, was für was gut ist, wir leben in Scheidung. Sind Sie denn nicht katholisch? Natürlich. Na, entschuldigen Sie, also ich weiß ja ganz genau, dass eine Ehe unauflöslich ist, nicht? Aber meine Frau, ne? Ja, liebe Frau Johanna, es bröckelt eben überall, auch im Glauben. Ja, leider. Das sagt unser heiliger Herr Vater auch immer. Ja, eben. Ja, also das war das Schlafzimmer und jetzt zeige ich Ihnen die Küche. Ich komme, Sie werden schauen. Sie
Servus, wie immer. Das war ein besserer Tagerl heute. Bitte ein Stress an den anderen. Drei Abstimmungen haben wir durchgezogen. Na, zuerst die 317. Novelle zur SVG und dann die Promille-Geschichte wegen der Autofahrer. Ja, und dann die Änderungen des Gesetzes zu der Herstellung von Fischmarinaden, weil die EU noch, und dann habe ich eine Rede halten müssen, bitte. Aber ich habe da einen Fehler gemacht wegen die Tippfehler meiner Sekretärin. Ja, du, deine Sekretärin hat angerufen, dass die morgige Sitzung um eine Stunde vorverschoben worden ist. Na, das ist wieder typisch. Ja, nix mehr Arbeit, was sonst was Neues. Ich mag sie nicht. Ihre Stimme hat sowas Laszives. Was Laszives? Ja, ich mag's auch nicht. Was soll ich denn machen? Ich hätte auch viel lieber eine, die was ein. Was ist denn das? Nein, Paket. Das siehst du. Der Wilma, um Gottes Willen, sei vorsichtig. Vielleicht ist das eine Briefbombe, die man mir schickt, bitte. Ja, wer schickt dir schon eine Briefbombe? Na, so. Das Paket ist von unserer Claudia. Na, servus. Das schau. Yeah. Da, ein, was ist das, ein Speer. Schau her, ein Speer daran. Das ist sicher für ein Mistelchen. Kann ich ja am Ostisch. Okay. Jetzt ist er noch was. Ja? Ja, das grausliche. Okay. Boah, ja, das ist ein schönes Stück. Ah, das ist direkt ein Monstrum von einem Zumpall. Du bist ein Schwendel, Rudi. Schande in deinem Alter. Wieso? Da hab ich diese Figur, den Penis gemacht. Na, das ist irgendwas, was so was kulturelles Dings bei den Neger. Und da ist der Speer, verstehe ich das für ein Wieselziel. Aber da, bei dieser Figur, hat sie da nicht vielleicht unsere Tochter etwas gedacht, damit wir unseren ehelichen Pflichten nachkommen, Wilma? Du hör nur ja auf, Rudi. Ich hab gar nichts gesagt, Wilma. Also, Dr. Semmel, jetzt sind wir mitten in Kaisermühlen. Da muss ich meine Tage verbringen, wenn ich nicht gerade am Steinhof residiere. Ganz nett, aber ein bisschen zu viele Menschen, zu viele. Eine Brutstätte für Agoraphobie. Für was? Agoraphobie, Angst vor Plätzen mit zu vielen Menschen. Was ist denn da ein Menschen? Sind da alles nur Kaisermühlner. So. Ja, wem haben wir denn da? Den Schipester, haben sie denn wieder ausgelassen? Ausgelassen, wie das schon her. Ich und der Dr. Semmel, wir haben heute Ausgang und wir besuchen Kaisermühlen, gell? Ach so, Sie sind ja ein Doktor? Indirekt Semmel, mein werter Name. Der Meister wollte mir seine Heimat zeigen. Der Meister, das bin ich, verstehst du? Da schaust, gell? Herr Semmel, was wissen du? Ihr Faktotum, Ihr Eckermann gewissermaßen, Meister. Brav. Also, ich verstehe nur, Paolo, was sind Sie jetzt? Ein Faktum, ein Doktor oder ein was? Ein Eckermann? Er ist alles oder nichts gleichzeitig, nicht wahr? Er ist ein Noah so wie ich, aber er ist unheimlich gescheit. Darum sage ich Doktor zu ihm, gell, Semmel? Jetzt ist die Frau Kaiser mit ihren Rollmops. Ja, was erlauben Sie sich denn zu meinem Hund als Rollmops zu sagen? Was, der Pinscher? Pinscher, Sie sind der Pinscher. Dr. Semmel, mein werter Name. Raffisa. Ein liebes Hundel haben Sie da, ein wirklich liebes Hundel. Ja, ich bin die Frau Kaiser und das liebe Hundel heißt Wasti. Freut mich aufrichtig, aufrichtig. Ja. Schwester da, Franzi Freude. Ja, grüß dich. Schwester wieder da. Ja, gut. Wer dieser Mann? Ja, der Doktor ist Dr. Das. Semmel, mein werter Name. Ich bin hier, um Kaisermühlen kennenzulernen. Ja, ich, Franzi Meierhofer, früher Straßenbahn, Linie 5, bim bim, und Arbeiter und Held. Pardon? Ja, los, meine Ruhe, ist ein Narr wie wir, nicht wahr? Aber er ist ein ganz leichter Fall, viel zu leicht für den Steinhof. Er bleibt im offenen Vollzug. Ja, Franzi? Hören Sie aber nicht auf, Herrn. Der Schäbester ist ja eine Zwiderwurzen. Unser Franz ist ganz normal. Nur halt ein bisschen anders, ne?
nette Menschen hier, aber zu viele. Könnten wir nicht ins friedliche Steinhof zurückkehren? Ja, gleich, Doktor, gleich, aber zuerst kaufen wir uns ein Leberkassemme und bei der Brandweinerin haben wir uns ein paar Schnäpse rein und dann erst gehen wir zurück am Steinhof. Komm jetzt, Doktor, komm. Gnädige Frau, auf Wiedersehen. Ja, ist schon gut, jetzt gehen wir doch. Das ist ein höflicher und wirklich freundlicher Mann. Aber voll daneben, so dass er am Steinhof ist. Na, aber vielleicht gibt es wirklich die netteren Leute am Steinhof. Kaiser Deppert, zu Deppert für Steinhof. Sie dort nicht nehmen, ne? Wahnsinn, jetzt hast du was ganz Richtiges gesagt. Inspektor. Eine Tasche hier. Wen haben wir denn da? Mich. Ich habe auf ihn gewartet. Ja, warum hast du auf mich gewartet? Wahrscheinlich, damit ich dem Schuldl nicht erzähle, was du für Frucht bist, stimmt's? Ja. Nein. Okay, Inspektor. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gemacht. Aber seit 2 Jahren bin ich sauber. Ich habe jetzt einen Job als Bedienerin bei der katholischen Filmkommission. Und die glauben dort, ich bin die heilige Johanna. Das ist ja super. Ja, und der Schaltl glaubt das auch. Und wenn sie jetzt denen einen Zun treiben, dann bin ich erledigt. Kann wieder am Strich gehen. Schon der Trautmann hat noch nie jemand was im Weg gelegt. Sag mal ganz einfach, ich kenne dich nicht. Oder besser gesagt, erst seitdem der Schaltl dir mir vorgestellt hat. Und von wegen am Strich gehen ohne Deckel und so 2, 3 kleine Diebstähle. Wenn ich nie was gehört in meinem Leben. Das hat ihn nicht mir völlig danken, Inspektor. Ja, das brauchst du nicht. Also, mach's gut, servus. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie wirklich nichts sagen? Ich bin ein Frankerkieferer. Wenn ich mal sage, das ist so, dann ist es so und dabei bleibt's. Also, pass auf dich. Bleib sauber. Servus. Und dann hast du nur eine Chance, das Rebschnürl möglichst kurz zu halten, verstehst du? Und das ist dann ein Gefühl, das ist ein Wahnsinn. Das hört sich wirklich super aufregend an. Aber so gut wird es wohl nie können. Doch, du hast Talent. Moschi! Alle deine Sachen da üben. Ja, hallo Mädels. Ne, Vorsicht, jetzt ein großes Belag, bitte. Das kostet alles was. Ne? Das heißt, die Pommes. Ja, was ist das? Schüttersäume? Ja. Super, danke. Was bin ich schuldig? Nee, das ist geschenkt. Na geh! Oh, ja. Na komm, na geh! Oh, ja. Na gut, da kriegt's eine Busse, ja? Da lacht das Herz, was? Nee. Oh, ja. Ist gut, der Teufler! Ja, wer kummelt denn da? Hat der Bäcker gesehen? Nee. Na gut, Mädels. Mach schon einen Abgang, über geschäftliche Besprechung, gell? Bist du morgen auch wieder da? Nee, ich bin ja immer da, gell? Cool, ciao. Ciao. Bye-bye. Na ja, wer nahme was? Was? Nee. Na Mama, was willst du da abstellen? Jetzt, Herr Döbler, es war gar nicht einfach, Sie zu finden da draußen, so ist es. Bitte, Kopa, geh kleiner her, auf jetzt. Das finde ich so leicht wie ein Rotas bloß, ne? Wegen einer Gemeindewohnung, boah, bin ich jetzt im Verhandeln, ne? So ist es, Herr Döbler, von was leben Sie eigentlich da? Ja, singst du der? Von der Liebe. Herr Döbler, das ist bitte sehr, was Sie da machen, aber sehr gefährlich. Wie alt sind denn die zwei? Miteinander so alt wie ich. Jetzt hören Sie auch mit den blöden Schmäh. Was ist, wenn ich es Ihnen sage, wirklich gefährlich, gell? Wenn ich mehr so Klienten hätte wie Sie, hätte die Bewährungshilfe einen Nagel hängen. Ich sage es Ihnen. Das ist nicht. Schauen Sie den Nerven weg wegen mir, bitte. Ja, ist. Nein, dann gehe ich jetzt. Nein, ich trinke nicht. Herr Döbler, was ich Sie fragen möchte, ist Folgendes. Inwieweit Sie sich also jetzt schon konkret bemüht haben um meine Arbeit? Das ist ich bemühe mich täglich, ich bemühe mich nur mehr. Ich bin daher Oberbemüher. Ja, das ist. Hallo. Du, sehen wir uns heute am Abend noch. Ja, bin nicht länger da. So am Abend irgendwann? Ja, am Abend. Machen wir das. Bis dann, gell? Komm unverbindlich vorbei. Ja. Ja. Ja, siehst du. So geht's mir, ne? Nein, ich bemühe mich wirklich. Ich schwöre es, ja. Wenn du dir mal vorstellen kannst, dann sagst du, du musst auf der Copacabana W340 BH. Na, das ist schwer, das ist keine Frage, das ist schwer. Aber ich hab schon meine Pläne. Ja, was haben Sie für Pläne, Herr Töpfer? Kriminelle, oder was? Bankraub, oder wie? Nein, ich schwöre es. Außerdem muss aus der Bank raus, ist ja nicht mehr kriminell. Bank gründen ist jetzt noch kriminell. Herr Döbler, wie wollen Sie eine Bank gründen? Bitte sehr, Sie haben keinen großen Geld, ja? Das mag ich auf komisch sparen, Frau. Nein, scheiß dich da, halt lieber.
Ich schwöre, dass du im Sommer brauchst, damit kann ich Sommer machen. Da geht's mir super, lass mich einladen, da will ich schnurren. Ha? Ja. Ist das ein Bursche? Ja, was ist? Und kannst du mir meine Aktion sehen. Schau einmal. Hallo, Gnädigste! Du hast Schiff am Sinne herpackt, gell? Es geht so. Ja, geht okay, eh, gell? So, und das ist jetzt also die berühmte Copacabana, ne? Das ist sie, wie sie läuft und lebt, ja. Ich bin der Josef. Ja, hallo. Ich bin Security da. Mhm. So was wie ein Sheriff, ne? Nee. Ja. Und das Auto jetzt zugesperrt? Ja, ja, denke ich schon. Ja, muss ich. Ach, da ist das aus Deutschland, gell? Der Wimpien. Nee. Dortmund. Ach so. Michaela. Hallo, hallo Michaela. Hallo. Ich bin der Josef. Ja. Ja, der Dortmund ist super. Ja, waren Sie schon mal dort? Nein, aber wo ist man so her, ne? Ja. Und Lust, damit kann ich ein bisschen was zeigen, ein paar Lokale, bei Obeko der Patrouille. Ja, gern, bitte. Hm? Ja. Hey, Kollege. Ich mache eine Patrouille, übernimmt aber den Parkplatz. Was? Ich mache eine Patrouille. Auch ein Sheriff? Hoppala. Grüß das noch. Hübsch, Sheriff. Ja, sicher, hübsch, Sheriff. Ja, freilich. Dockert der alle, weil mit seinen Weibern tut der Hummer da deppert. Großlich, widerlicher Kerl. Ja, hallo, gnädige Frau. Ist was? Na, wieso? Nein, es ist nur, der Kollege ist kurz auf Patrouille, ich mache Mittagspause, dadurch. Eigentlich ist nichts, nein. Es wäre aber wirklich nicht notwendig, dass Sie mich zur U-Bahn führen, Herr Schulter. Ich hätte den Bus nehmen können. Aber nicht einmal überhaupt nicht, liebe Frau Sunzi. Sie haben mein Haus auf Hochglanz gebracht, also das ist wirklich das Mindeste, dass ich Sie jetzt zur U-Bahn führe. Und los geht's! Liebe Frau Sundfried. Frau Gampany? Ja, ich bin's. Ja, die Frau Kaiser. Ja, es ist wichtig. Ich habe nämlich Ihren Sohn vor 2 Sekunden mit einer Frau aus seinem Haus kommen und mit dem Auto wegfahren sehen. Ja, und hat meine Basti sofort gesagt, das müssen wir natürlich sofort der lieben Frau Gampanik melden, gell, Basti? Nein, das ist nicht der Typ von der seinerzeitigen Touracheck. Nein, es schaut eigentlich ganz solid aus, ja. Aber man darf nicht vergessen, dass es auch Callgirls gibt in 3 Jahren, die auch schon wie Hausfrauen. Ja. Na, was, wie würdest du die denn beschreiben? Na, schlank. Ja. Zwischen 40 und 50 vielleicht. Ja, sie schaut aus wie die Schauspielerin von der Sendung mit der Offen, mit dem Blöd. Ja, die am Samstag gelaufen ist. Ja. Ja.